Die Vererbung in Absatzvorlagen in Writer. LibreOffice 7.2. Die Mutter aller vorhandenen Absatzvorlagen ist die Absatzvorlage Standard. Wenn Sie zum Beispiel eine neue Absatzvorlage anlegen möchten, rechtsklicken Sie in der Seitenleiste auf Standard und wählen Neu. Es öffnet sich ein Dialog Absatzvorlage, in dem Sie für die neue Absatzvorlage einen Namen vergeben können. Wenn Sie die neue Absatzvorlage nun mit OK speichern, haben Sie zunächst eine Vorlage, in der alle Eigenschaften der Textformatierung identisch sind wie in der Absatzvorlage Standard. Das ist die Vererbung. Neue Absatzvorlage modifizieren. Dies ist aber nicht der Zweck einer neuen Absatzvorlage, sondern es sollen eine oder mehrere Eigenschaften geändert werden. Da die neue Absatzvorlage sich nun in der Seitenleiste befindet, rechtsklicken Sie auf den Namen und wählen Ändern. In unserem Beispiel ändern Sie die Schriftart und Größe. Schriftart Liberation Mono. Schriftgröße 14 Punkt. Alle anderen Eigenschaften lassen Sie unberührt. Klicken Sie auf OK. Neue Absatzvorlage einem Absatz zuordnen. Das Zuordnen erfolgt wie bei jeder anderen Formatvorlage auch. Setzen Sie den Cursor in den Absatz und doppelklicken Sie auf die Absatzvorlage.